Hi und herzlich willkommen bei Stoppitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr leckere Schokobonbons ohne Zucker mit einer weißen Füllung mit Haselnüssen auf eine ganz einfache Art und Weise selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar bereiten wir zunächst erst einmal die Füllung vor und für diese gebt ihr 100 Gramm Frischkäse, 50 Gramm Butter, 40 Gramm Erythrit, ein wenig Vanilleextrakt, wenn ihr mögt, sowie 1 Gramm Agar-Agar in einen Topf und lasst alles unter ständigem Rühren einmal aufkochen und anschließend für ca. 4 Minuten weiter köcheln, bis ihr eine zähflüssige Creme erhalten habt. Anders als in vielen anderen Rezepten für Schokobonbons mit Zucker verwende ich bei mir jetzt hier für die Füllung keine weiße Schokolade und kein Milch- bzw. Sahnepulver. Da habe ich einfach diverse Versionen ausprobiert und keine hat mir so wirklich gut geschmeckt. Im Gegensatz dazu ist die Füllung aus Frischkäse und Butter einfach super lecker geworden. Und da muss ich doch zugeben, war ich letztendlich doch überrascht, wie lecker das Ganze doch geworden ist und wie viel besser als die Version, die ich davor mit der weißen Low Carb Schokolade ausprobiert habe. Nachdem ihr die Creme dann jedenfalls köcheln gelassen habt, nehmt ihr euch nun eine Pralinenform. Ich habe bei mir jetzt hier eine Halbkugel Silikonform mit 24 Fächern genommen und darin wird die Creme nun verteilt. Solltet ihr so eine nicht haben, dann könnt ihr natürlich auch jede andere Silikonpralinenform nehmen. Nachdem ihr dann die Creme verteilt habt, gebt ihr noch jeweils ein paar gehackte Haselnüsse in die einzelnen Pralinenfächer. Ja, und dann rührt ihr die Haselnüsse, am besten zum Beispiel mit einem Holzstäbchen, ein wenig in die Creme ein. Die Pralinenform geben wir dann in den Gefrierschrank und lassen unsere Bonbons zunächst erst einmal komplett einfrieren, damit wir die Füllung anschließend ganz einfach mit der Schokolade überziehen können. Nachdem die Füllung dann eingefroren ist, benötigt ihr zum Überziehen natürlich noch Schokolade und da könnt ihr entweder Low Carb Schokolade nehmen oder zum Beispiel auch Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von 85%. Ich würde euch nur auf jeden Fall empfehlen, die Schokolade zusammen mit ein wenig Kokosöl zu schmelzen, da die Schokolade so ein wenig verdünnt wird und damit dann das Überziehen mit der Schokolade auch einfacher wird. Zum Festwerden könnt ihr die Schokobonbons dann jedenfalls ganz einfach auf ein Backpapier legen. Ja, und da die Füllung noch tiefgefroren ist, geht das Festwerden, wie ihr sehen könnt, wirklich super schnell. Nun müsst ihr nur noch ein paar Minuten warten, bis die Füllung wieder aufgetaut ist. Und dann könnt ihr den ersten Schokobonbon natürlich auch schon probieren. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staupitopia-zuckerfrei.de nachlesen und ausdrucken. Einen Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!